Ja, hallo, wir beginnen unsere allwöchentlichen bewussten Lektionen. Was ist wichtig? Wichtig ist, dass wir hier mit der Wahrnehmung arbeiten und dadurch mit dem Umlernen, Umändern der neuronalen Verbindungen im zentralen Nervensystem. Wir verändern das Gehirn. Die Wahrnehmung ist möglich nur, wenn die Bewegung langsam ist. Das erkläre ich auch schnell. Wenn wir die Bewegung schnell machen, folgt sie aus dem kleinen Hirn als fertige Bewegung. Und da kann man nichts mehr verändern. Da sind feste Programme drin. Wenn wir langsam Bewegung machen, können wir sensorisch wahrnehmen, was passiert während dieser Bewegung. Und hier arbeitet sensorische Rinde, also Neokortex. Unser lernfähiges Teil des Gehirns. Deswegen werden wir langsame Bewegungen machen, die werden wir spüren und dadurch quasi, das ist das Wahrnehmen. Und wir werden dadurch, wird das Gehirn sich verändern und neuromuskuläre Verbindungen, neuromuskuläre Kontrolle wird sich verändern. Die Muskeln werden sich dadurch entspannen. Das ist Nebeneffekt. Wichtig ist, die Komfortzone beizubehalten. Komfortzone ist es da, wo die Bewegung gleicht. Ihr stellt euch vor, ihr seid ein Schmetterling, der seine Flügel so ganz einfach leicht und locker öffnen kann. Und dann sind da zwei Ziegelsteine irgendwo, wo die Bewegung bis dahin geht leicht, ab da nicht mehr leicht, ab da nur noch mit Widerstand, Spannung, Schmerz und fertig. Und genau diese Ziegelsteine stellen Begrenzung der Komfortzone dar. Das bedeutet für uns, dass wir bewegen uns in unserer Komfortzone. Ihr bewegt euch in eurer Komfortzone. Und eure Komfortzone ist nicht die meine. Deswegen folgt bitte den Anweisungen der Stimme und schaut nicht ab. Die Komfortzone bezieht sich auf die Leichtigkeit der Bewegung und auch auf die Position auf dem Boden. Die muss immer bequem sein und leicht. Und sie wird dann angepasst. Jede Lektion wird angepasst an die Person. Und nicht die Person an die Lektion wie in anderen Sportarten, weil das ist kein Sport. Und die Anzahl der Wiederholungen ist auch wichtig. Wenn ihr merkt, ich bin müde, ich bin unkonzentriert, gereizt oder ich friere, dann ist das so ein Signal des zentralen Nervensystems genug. Für heute, für jetzt ist das genug. Und dann hört ihr auf. Und ein Video ist gut, das kann man pausieren, irgendwann ein anderes Mal fortsetzen. Und die Komfortzone beinhaltet auch nicht dieses berühmte, ach, noch ein bisschen geht. Ja, dafür zahlt man hohen Preis. Ihr kennt das vielleicht, ach, das kann ich noch versuchen. Und dann hat man dann Schmerzen währenddessen oder danach, das sollte nicht passieren. Also keine Schmerzen während der Ausführung, danach auch nicht. Wenn die Verspannungen sehr stark waren, kann es vorkommen, dass man tatsächlich danach so muskelkaterartige Schmerzen hat. Das ist, wenn die neuromuskulären Verbindungen quasi neu aufgebaut werden, die Rezeptoren korrelieren dann mit den sensorischen und motorischen Rinde und dann kann das sein, dass da ein bisschen was wehtut. Aber keine stärkeren Schmerzen, es gibt keine Erstverschlimmerung in dem Sinne. Nicht bei dieser Art der Bewegung. Also, langsam, das werde ich angeben, wie langsam, da müsste man darum sich nicht kümmern. Dann klein, auch wenn die Bewegung sehr, sehr langsam gemacht wird, wird sie trotzdem nicht dadurch größer, sondern der Effekt wird besser sein, wenn die Bewegung gleich bleibt oder kleiner ist. Innerhalb der Komfortzone, innerhalb der Komfortlage, ich habe hier Kissen liegen, die werden wir benutzen. Man kann sich unterbuttern quasi, wenn man zum Beispiel ein Hohlkreuz hat und auf dem Rücken liegend immer zu viel Platz hat unter der Lendenwirbelsäule, unter den Schultern, unter den
was weiß ich was, Knien, wenn die Knie wehtun, dann liegt was drunter, sodass diese Bereiche von unten gestützt werden. Das ist Erschaffen der Komfortzone. Ja, und ich möchte noch sagen, in diesem Monat werden wir ein bestimmtes Thema noch zusätzlich haben. Und das ist die Hautfalte. Das werde ich noch erklären, was das ist. Das ist so ein zusätzliches Thema, das man innerhalb einer Lektion nicht wirklich mit reinnehmen kann, weil man einfach keine Zeit hat. Und für diejenigen, die Narben haben, gibt es auch Thema Narbenmobilisierung. Das ist ganz wichtig. Weil die Narben stören die strukturelle Integrität des Körpers. Da, wo Narbe ist, wird die Bewegung gestoppt. Und dann leiden nicht nur naheliegende Bereiche, zum Beispiel bei Kaiserschnittnarben können Beine leiden, Hüftgelenke, Füße, nein, es kann, können auch Schultern leiden, auch hier begrenzt sein, bis in den Kopf. Also der ganze Körper reagiert darauf mit Anpassungen, die nicht immer schmerzfrei verlaufen. Und eine Narbe kann man selbst mit den Händen ausarbeiten, sodass sie auf jeden Fall mobil wird und dieser Bewegungsstopp, was da passiert, einfach abgemildert wird. Okay, das war die Einführung. Dann gehen wir jetzt in den nächsten, im nächsten Video zu den Lektionen. Vielen Dank.